So, einen wunderschönen guten Tag. Es geht weiter mit Far Cry 3. Nach gestern Abend. Ist ja wieder 18 Uhr. Ihr habt es mittlerweile gesehen. Ein Video kommt. Ne, ihr habt es nicht gesehen. Ha! Und zwar in einer halben Stunde, sprich nachdem dieses Video zu Ende ist, kommt nämlich ein neues LP. Mit Gesichtskamera. Und da würde ich gerne mal eure Meinung wissen, ob ihr das bei Far Cry auch haben wollt. Oben rechts, beziehungsweise unten rechts, je nachdem, wie ihr wollt. Würde ich vielleicht in Zukunft auch mal einfügen, ne? So, letzte Mission war Gefängnisausbruch, beziehungsweise die beginnen wir jetzt mit... Ja, mit was halt, ne? Ich habe keine Ahnung. Ob wir den Gefängnisausbruch gleich machen wollen. Und erstmal noch jagen. Wir haben ja uns soweit recht gut ausgerüstet. Da würde ich sagen, machen wir mal mit der Story weiter. Ah, geil. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Weg wirklich für Autos ist. Nein. Verdammt. Fängt ja schon super an. Ups, war ich nicht. Wir gucken mal auf der Map. Da oben ist das. Dann könnten wir vielleicht den einen Außenposten hier, Waisenpunkt, erobern und noch den Funkturm mitnehmen. Dann sind wir genau da, wo wir eigentlich hinwollen. Dann gehen wir mal. Mal sehen, vielleicht können wir auch ein bisschen snipern. Ich sehe den Außenposten schon. Mitten auf dem Wasser. Scheiße. Ah, da unten haben wir ein Boot. Vorsicht, Vorsicht. Super. Haben wir eigentlich noch Fähigkeitspunkte? Fähigkeiten. Ah, drei Stück, wunderbar. Der Tod kommt von oben. Tod von unten, okay. Na, da. Ach komm, machen wir das. Sprintladung. Ach, können wir noch nicht. So. Ah, können wir den Gegner gleich zurückziehen. Das ist super. Das Tatao wächst. Und ich habe schon gesehen auf meinem Uplay-Account, wir haben Far Cry schon zu 33% durch. Kommt mir ein bisschen sehr schnell. Aber mal schauen. So, Außenposten. Ich sehe keine Rauchschwaden. Ah, da hinten. Ich leg mal hier schon vor Anker. Mal grünes Blatt. Ach, die Sonne sieht geil aus. So, können wir was mit dem Bogen vielleicht machen? Okay. Fuck.
glaube, ich komme lieber mal von unten angelaufen. So kann mich der Scharfschütze, der Sniper, nicht so schnell erkennen und ich komme vielleicht an den Alarm ran. Genau. An den Scharfschütze komme ich auch so ran. Das ist gut. So. Gut, dann kann ich da oben auf Beobachtung gehen. Jetzt haben wir das Sniper. Sind der scheiß Alarm. Haben die keinen? Da soll sich mal nach rechts drehen, dass ich da hin kann. Da ist auch noch einer. Aber ich sehe keinen Alarm. Der davon hat nichts mit. Jetzt hat er was mitgekriegt. Nichts. So, nur noch er. Weißt du was? Ist nur noch einer, also. Ein Königreich für ein kaltes Bier. Jawohl. Schon 10 Minuten die Folge. Geil. Ah, 1500. Boah. Nicht schlecht. So, gleich looten. Fähigkeitspunkte erhalten. 2 Stück. Cool. Nice. So. Looten. Wo hatten wir einen noch? Da. Zack. Looten.
So. Jetzt gehen wir da hinten zum Funkturm und dann machen wir die Mission Gefängnisausbruch. Patrouillenboot. Patrouillenboot. Damals habe ich zwei davon an Patrouillenboote geschickt. Sie kamen nie zurück. Nur die leeren Boote. Der Dschungel hat sie gefressen. Ah, da haben wir noch mehr Hängegleiter. Hängegleiter sind für Leute, die sich Flugzeuge ansehen und denken, wozu eigentlich ein Motor? Oder die Leute, die, wenn sie von den Turbinen eingesaugt werden, kreischen, warum fliege ich auch mit diesem Hängegleiter? Hm. Speicherkarten. Da haben wir eine Speicherkarte. Crack-Formel. Die genaue Quelle dieser Formel ist unbekannt, aber sie enthält Informationen zur Gewinnung von Kokain aus Coca-Blättern. Gibt's das? Denke ja. Durch die Verwendung von Ammoniak oder Backpulver ist es in fester Form zu erhalten. Das gilt als unprofitabel, weil die Droge lokal billig hergestellt werden kann und nicht international vertrieben wird. Gehe ich mal von aus, dass die nicht international vertrieben wird. Ach, wir haben ja noch Fähigkeiten. Grüner Daumen, du erntest doppelt so viele Gegenstände. Du kannst länger schwimmen. Sprintnachladung. Die Sprintnachladung will ich unbedingt haben. Und schneller schwimmen. So. Da ist ein Hai. Den überfahren wir gerade mal. Den haben wir irgendwie doch überfahren. So. Zack. So. Nichts wie hoch. Was? Hallo? Dr. Earnhardt? Hey, Daisy hier. Ah. Ich habe mir sein Handy ausgeliehen. Wie läuft die Suche? Ich komme voran. Wie geht's dir? Gut. Der Doktor hat mich in eine Höhle unter dem Haus gebracht. Ist sicherer, weil die Piraten die ganze Zeit bei ihm einkaufen. Aber hör mal, ich habe da unten was gefunden. Das musst du dir ansehen. Okay. Wir treffen uns später dort. Hoffentlich mit unseren Freunden. Gut. Bis dann. Tschüss. Nicht klettern? Doch, klettern. Das wäre der erste Funkturm seit langem, wo man... Na, die vier. Vier? Hä? Habe ich nur drei Slots? Da sind Schätze. Beziehungsweise irgendein Relikt. Ha! Und da hoch. Mal was trinken. So. Und freischalten. Zack, zack. Mainboard raus. Zwei Hebel um. Und... in Betrieb. Noch eine Kanone. Genau, und das Relikt hier draußen. Funkturm aktiviert. So, Spinnenfetisch. Gehen wir mal da zur Kanone. Gratis zum Shop, die PKM. Die 1887. Relikt. Escape, danke. Von 120, das 112. Raya 22, für die Rakyat ist der Raya ein Symbol für Geduld und langes Leben. Fliegt wie ein Reiher und die Relikte zu finden in diesem Vogel. Gewöhnt noch. Waffen, wir haben. Ach ja, der Re. Ups, der Molly. Eversprung. Ja, Gut, das lese ich jetzt nicht. War es unwichtig. Transport. Das Schiff. Tierwelt. Wenn du es lesen willst, dann stoppt das Video natürlich. Habe ich eine Waffe übersehen? Ah. DSVD. Sumatra-Tiger. So ein Mist, elendes Miststück. So.
Haben wir noch irgendwas? Nein. Kann ich die häuten? Nee. Hm. Die sind wohl in der Höhle unter uns. Verdammt. Ups. Mal heilen. Ah. Ah, das hört sich so ekelhaft an. Raketlager. Scheiße, wie viel sind das denn? Das ist einer unserer Ziele. Oder ein unser Ziel. Da haben wir eine Schlange. Okay, leise ist anders. Nein, doch Alarm ausgelöst. Wieso? Ah, da hinten. Scheiße. Das hat leider nicht so geklappt, wie ich erhofft hatte. Komm, komm her. Ah! Was? Alter! Alter, warum brennt das denn auf einmal hier? Fuck! So, Sniper. Ein weniger. Das haben wir ja noch gerade so glimpflich hinbekommen. So. Auf diese Entfernung ist sie doch nicht so gut. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Mal sehen, wie das hier ausgeht. Scheiße, Alter. Gut, bis gleich. Beziehungsweise bis in 24 Stunden.